Jo, was geht, meine Zelebristen? Willkommen zu Red Dead Redemption 2. Dieses Video ist der Startschuss für das Projekt Red Dead Redemption 2 auf meinem Kanal. Und ich habe euch einen AFK Money Glitch rausgesucht. Solo, klar, weil das ja im Story-Modus passiert. Dieser Money Glitch ist verdammt easy. Ihr müsst nicht viel machen. Ehrlich, ihr braucht auch eigentlich gar nichts. Aber alles weitere gleich. Und zwar müsst ihr nur nach Modoc Pond gehen. Das findet ihr hier auf der Karte. Ich zeige es euch mal schnell. Die Location, wo der Glitch funktioniert, ist bei dem C von Modoc. Also einfach nur zu dem C reiten. Und dann können wir auch weitermachen. Und zwar seht ihr hier an dieser Location so einen Baumstumpf. In diesem Baumstumpf befindet sich eine Kiste. Mit dieser Kiste funktioniert der ganze Glitch. Und zwar müsst ihr jetzt nur noch, wenn ihr an dem Baumstumpf seid, euch zwei Spielstände erstellen. Ihr geht einfach nur aufs Pausenmenü, geht auf Spiel, Spiel speichern und macht euch einfach zwei neue Spielstände und speichert diese natürlich ab, ne? Habt ihr dann die zwei Spielstände erledigt, dann können wir weitermachen, und zwar holt ihr jetzt einfach nur die Kiste aus dem Baumstumpf raus. Wenn ihr die Kiste draußen habt, dann wird es jetzt ein kleines bisschen tricky, aber ist aber echt nicht schwer. Ihr müsst halt das Timing treffen. Und zwar müsst ihr jetzt das Geld nehmen. Und sobald euer Charakter das Geld berührt, drückt ihr die Pausentaste erneut, geht wieder runter auf Spiel und speichert diesen Spielstand ab. Ihr überschreibt also euren obersten Spielstand. Also euren letzten Spielstand in dem Sinn, ne? Diesen überschreibt ihr. Jetzt müsst ihr nur noch auf Spiel laden gehen und ihr tut euren letzten Spielstand laden. Mehr müsst ihr bis jetzt nicht machen. Wenn ihr dann wieder gespawnt seid, dann reitet ihr einfach wieder zu dieser Location hin, also zu dem Baumstumpf. Und wenn jetzt alles funktioniert hat, dann seht ihr jetzt eine Kiste. In dieser Kiste befindet sich Geld. Jetzt drückt ihr die Vierecktaste zum Nehmen und haltet diese mal gedrückt. Und ihr werdet feststellen, euer Charakter nimmt das Geld. Ohne Unterbrechung. Geld, 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 also immer 20 Dollar, 20 Dollar, 20 Dollar, 20 Dollar, 20 Dollar. Sollte bei euch das Geld nicht da sein, dann ladet ihr euren anderen Spielstand, deswegen haben wir ja zwei Spielstände erstellt. Ihr ladet dann den anderen Spielstand und macht den Glitch noch einmal. Das heißt, sobald ihr dann das Geld nehmen will, einfach Optionstaste drücken, geht auf Spiel, Spiel speichern, überschreibt euer oberster Spielstand, ladet diesen und. Ganz easy, jetzt müsst ihr euch nur noch die Vierecks-Taste irgendwie befestigen. Ihr habt es mit einem Paketband gemacht, einfach nur gedrückt und das Band drüber. Ihr könnt es mit Tesa machen, ihr könnt auch ganz leicht einen Zahnstocher reinstecken, sodass die Viereck-Taste dann verklemmt ist. Und dann einfach nur euren Controller mit dem Ladekabel an die PlayStation anschließen, sodass dann der Akku nicht leer geht. Und ihr könnt es dann laufen lassen, solange ihr wollt, einfach laufen lassen. Und somit farmt ihr dann automatisch, ganz easy, Geld. Was ihr mit dem Geld macht, ist eure Sache. Also, das war der ganze Glitch. Ich hoffe, euch hat das Video an sich so gefallen. Wenn ja, würde ich mich selbstverständlich über ein Like freuen. Und wenn ihr neu hier seid, dann natürlich auch über ein Abo. Also macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.